Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du mit uns beten möchtest, auch durch diese Videos. Und wir sind jetzt schon am dritten Abschnitt des Vaterunsers angekommen. Also praktisch am 12. Vers aus Matthäus Kapitel 6. Und darüber möchten wir im Gebet heute nachdenken. Ich möchte das Vaterunser nochmal lesen, von Anfang an bis zu diesem Abschnitt, über den wir heute nachdenken. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist der Gedanke, der Abschnitt, um den es heute gehen soll. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich denke, dass dieser Text besonders wichtig ist, weil er besonders nah mit dem Evangelium verbunden ist. Gott, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Diese Vergebung, das ist ja das Evangelium. Das ist ja die Grundlage, wie wir überhaupt eine Beziehung zu Gott haben können. Und wenn wir über das Evangelium beten möchten, fallen uns vielleicht auch viele konkrete Dinge ein, an die wir denken. Vielleicht denken wir an unsere Bekannte und Freunde, die noch nicht gläubig sind und möchten für sie beten, dass sie diese Vergebung erleben. Und vielleicht denken wir an den Dienst unserer Gemeinde. Und für diese konkreten Dinge möchten wir heute Abend uns Zeit nehmen und beten. Aber zuerst möchte ich uns ermutigen, dass wir über uns selber nachdenken. Dass wir über unsere Beziehung zu Gott nachdenken. Über unsere Herzenseinstellung vor Gott. Und darüber nachdenken, welche Stellung das Evangelium und Vergebung in unserem Leben hat. Jesus, er sagt diese Worte: Vergib uns unsere Schuld. Gott, vergib mir meine Schuld. Und ich denke, diese Worte, sie kommen uns bekannt vor, das ist nichts Neues. Und vielleicht denken wir dabei auch sofort an den Moment unserer Bekehrung zurück, wo wir genau dieses Gebet gebetet haben. Gott, bitte vergib mir die Schuld, die Sünde, die ich getan habe. Ich brauche deine Vergebung. Aber interessant ist, dass Jesus diese Worte nicht als Bekehrungsgebet an seine Jünger weitergibt. Nein, er gibt sie in einem ganz gewöhnlichen Gebet weiter, das wir Christen Tag für Tag in unseren Alltag aufnehmen sollen. Das sind die Worte, die wir jeden Tag sagen sollten. Das sind die Gedanken, die wir jeden Tag haben sollten. Gott, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Die Herzenseinstellung, die Jesus uns heute mitgeben möchte, ist eine, die ihre eigene Schuld, ihre eigene Sünde sieht und Gott um Vergebung bittet. Das ist das, was wir heute aus diesem Gebet hoffentlich mitnehmen. Wisst ihr, bei uns Christen kann es nämlich manchmal passieren, dass wir Vergebung schon als etwas Selbstverständliches ansehen. Ja, als wir uns bekehrt haben, da waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, Gott, ich brauche deine Vergebung. Da haben wir diese Abhängigkeit, diese Hilfe von Gott gesucht, gesagt, ich brauche, dass du meine Sünden vergibst, sonst bin ich verloren. Aber es kann passieren, dass wir als Christen danach weiterleben, vielleicht Jahre, vielleicht Jahrzehnte und schon eine Beziehung mit Gott führen. Und dann denken wir uns, naja, jetzt lebe ich mit Gott, jetzt hat sich mein Leben verändert, jetzt versuche ich Gutes zu tun und manches klappt auch. Eigentlich brauche ich diese Vergebung nicht mehr ganz so sehr. Nicht, dass wir das jemals sagen würden, aber das sind manchmal die Gedanken oder die Einstellung, die wir dabei haben. Diese Abhängigkeit von der Vergebung Gottes, wo wir uns wirklich daran geklammert haben und gesagt haben, ich brauche deine Vergebung, sonst komme ich um. Die verlieren wir manchmal, weil wir sagen, naja, ich lebe ja schon als Christ mit Gott. Aber Jesus möchte uns zu diesem Punkt zurückführen. Er möchte uns ermutigen, dieses Gebet Tag für Tag zu beten. Gott, vergib mir meine Schuld. Verzeih mir für die Sünden, die ich getan habe. Er möchte uns immer wieder in diese Abhängigkeit zurückbringen. Er möchte uns ermutigen, dass wir unsere Sünde sehen, dass du und ich heute, wenn wir unseren Tag leben, sehen, wo wir sündigen. Dass wenn wir an der Arbeit sind oder in der Familie sind oder andere Dinge erledigen, wenn tatsächlich ein Moment kommt, wo wir ungerecht handeln, wo wir Dinge tun, die gegen Gottes Wort sind, die Gottes Willen nicht entsprechen, die Gott nicht gefallen, dass wir in der Lage sind, auch innezuhalten, stehen zu bleiben und zu sehen, ja, ich habe gesündigt. Und das soll uns daran erinnern, dass wir in diesem Moment das Werk von Jesus Christus am Kreuz brauchen. Das Werk von Jesus, das war nicht etwas, was einmal in der Vergangenheit war und das hätte sich jetzt gegessen. Im Sinne von, dass wir Vergebung bekommen haben und jetzt leben wir einfach weiter.
Nein, in jedem Moment unseres Lebens, wo wir sündigen, wo wir Sünde sehen, sollten wir uns zurückerinnern an den Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir sollten sehen, ja, für diese Sünde brauche ich, dass Jesus damals gestorben ist. Für diese Sünde bin ich abhängig von der Vergebung, die Gott mir schenken kann. Es ist nichts Allgemeines, Waschiges. Nein, das sind die ganz konkreten Sünden, die ich heute in meinem Leben tue. Jesus möchte uns daran erinnern. Lasst uns versuchen, heute durchs Gebet, durch unsere Gedanken, wieder in diese Abhängigkeit zurückzukommen, wo wir Sünde sehen und sagen, Gott, ich brauche deine Vergebung. Alleine schaffe ich es nicht. Selbst wenn ich schon ein Christ bin, selbst wenn Gott uns schon gerettet und zu seinen Kindern gemacht hat, wir brauchen jeden Tag das eine Werk, das Jesus getan hat, damals. Nun, vielleicht klingt diese Nachricht im ersten Moment ein bisschen, diese Andacht ein bisschen pessimistisch. Jetzt sollen wir Sünde sehen, über Sünde nachdenken. Aber ich glaube, das ist nichts Pessimistisches. Denn wir wissen als Christen, dass immer da, wenn wir Sünde sehen, wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann wird Gott auch treu sein und uns diese Vergebung schenken. Dann heißt das auch, dass wir als Kinder immer und immer wieder erneut zu ihm kommen und unsere Sorge, unsere Trauer über Sünde wird umgekehrt zu etwas Schönem, zu Freude und zu einer tieferen Beziehung zu Gott. Dazu möchte ich uns ermutigen. Zu dieser Herzenseinstellung möchte ich uns ermutigen. Ich möchte zum Abschluss nochmal genau dieses Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat, das Vaterunser. Schließt euch bitte in Gedanken an, versucht diese Worte zu unseren eigenen Gebeten zu machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.